Bam 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 ba da da dam dam da 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 dam da 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 dam da 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 dam. Wer von euch hat dieses Intro erkannt? Heute befinden wir uns nämlich mal in Springfield bei den Simpsons. Bam 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 bam. Okay, ich höre schon auf. Hey, warte mal, das ist aber kein Simpson. Bart, nimm dir mal ein Beispiel an deiner Schwester Lisa. Wir sind jetzt einfach Marge und wir befinden uns heute mal in Fight the Simpsons. Auf ganz Springfield gibt es nämlich 171 verschiedene Simpsons-Charakter, die wir finden können. Zum Beispiel, oh, gibt es hier die Statue? Und ob wir es schaffen, alle Simpsons-Charakter zu finden, das werden wir heute zusammen herausfinden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du da eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir sind heute bei den Simpsons, yeah, in Springfield. Und ich bin Marge, Freunde. Hallo. Los, Bart, so geht das nicht weiter. Lisa, ja, du bist echt ein tolles Kind. Und wow, Maggie, du bist ja auch da. Jetzt sind wir Maggie hier am Start. Oder wir sind jetzt einfach Homer Simpsons. Bart, wenn ich dich in die Finger kriege. Oh ja, wir haben jetzt hier alle Simpsons-Charakter am Start. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Hier ist, wow, was ist das denn hier? Ein Skateboard. Oh mein Gott, was geht da? Was? Wir sind in irgendeinem geheimen Level jetzt gelandet. Bam, 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 badadam, dam, badadadam, badadadadadadadam. Wow, coole Rolle. Und wow, wir haben erstmal Bert Bart gefunden. Bert Bart, Bart Bert. Und jetzt geht es jetzt hier richtig ab, Freunde. Ob geht es? Und da sind wir am Ende angekommen. Da haben wir den Skaterpark bekommen. Das bedeutet, die ersten drei Charakter haben wir bekommen. Cool, wir können uns auch in Bart verwandeln. Yo, Leute, was geht ab? Ich bin Bart. Hey, Lisa, nerv mich nicht. Oh ja, und hier ist die Katze der Simpsons. Wie heißt die nochmal? Snowball. Alles klar, Freunde. Dann hatten wir hier beim Auto. Wer ist das? Bart, Lisa und Maggie. Ah, sie crashen wie bei dem Intro von den Simpsons, wie Homer hier gegenfährt. In die Garage rein. Oh ja. Aber da würde ich sagen, Freunde, lass uns mal hier in das Haus der Simpsons-Familie reingehen. Mal schauen, was es hier so zu entdecken gibt. Jo, Marge, nicht schlecht. Guck mal, so sah sie aus, als sie mal jung war. Ey, unser Hut. Santos Little Helper. Können wir... Oh, hallo? Moin und... Hey, Papa, na, was geht ab? Ich wusste immer, dass du ein Sensenmann bist. Homer, der Tod. Naja, Homer getarnt als Sensenmann haben wir natürlich auch am Start. So, gibt es hier irgendwas hinter der Couch oder so? Nee, hier. Ah, wir haben einen Schlüssel gefunden, Freunde. Einen blauen Schlüssel. Ich glaube, es gibt hier verschiedene Schlüssel. Und die müssen wir alle anscheinend hier finden. Warte mal, wir können uns sogar teleportieren in verschiedene Bereiche. Und das sind alle Simpsons-Charakter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es hört nicht auf, es hört nicht auf. Und da sind wir am Ende angekommen. Alles klar. Das bedeutet, wir haben noch einiges vor uns. Da haben wir den nächsten. Schönen guten Tag, ich bin das Troy Meckler. Und das Wetter sieht sehr gut aus heute. Den Wettermann hier, den Nachrichtenmann. So, können wir hier irgendwas anklicken oder so? Oder ansonsten noch hier irgendwas im Haus der Simpsons finden? Hey, Mama! Ich mag dich viel mehr als Homer. Homer mag ich... Oh, gar nicht. Hallo, Papa. Auf einmal kommt er rein. Nein, so war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. Was ist das hier? Eine Liste? Brot, Eiscreme, einen Diamantring und, was? Ein Hasen oder sowas? Das müssen wir jetzt hier alles finden. Alles klar. Wo wird sich das Ganze aber nur befinden? So, hier haben wir auf jeden Fall auch nichts am Start oder so. Hä? Wer ist denn da oben? Ist das etwa Spider-Schwein? Spider-Schwein. Freunde, der Spider-Pig. Yeah. Kennt ihr Spider-Pig, Freunde, von den Simpsons? Natürlich. So, hier drunter ist... Hä, wer ist das denn? Greggle Simpson. Alles klar. Wie auch immer das sind. Ah, warte mal. Ah, den blauen Schlüssel bräuchte ich mir hierfür. Perfekt. Und jetzt sind wir tatsächlich jetzt hier drin. Oh, Herbert Powell. Jo, das ist doch Homer als FBI-Agent oder so. Oder als Geheimagent. So, dann haben wir hier irgendwas. Vielleicht in der Badewanne drinnen. Nö, okay. Wir müssen natürlich hier alles absichern. Weil unser Ziel wird es natürlich heute sein, Freunde, alle Simpsons-Charakter zu finden, die in ganz Springfield... Ey, zerteilt sind. Maggie, was geht ab? Hey, ich bin Bart, dein alter Bruder. Na, was geht ab, Maggie? Mit dem Schnuller im Mund ist sie natürlich in ihrem Bett und... Yo, Bart! Oh, wer bist du denn, Schicker, mein Alter? Yo! Bart Simpson haben wir jetzt hier. Sehr, sehr gut. Oh, wer ist denn... Oh, hinter der Tür ist das etwa Tingle Tangle Bob. Oh ja, Tingle... Oh, Tangle Bob. Aufstehen, der Wecker. Ab geht es zur Schule. Die Springfield Grundschule haben wir damit eröffnet. Och nee, Bart hat gar keinen Bock auf die Schule.
Schule. Ich gehe heute nicht zur Schule und ich mache auch nie meine Hausaufgaben, so wie meine Schwester Lisa Simpson. Dich mag ich besonders gar nicht, muss ich sagen. So, und oh, wir haben hier ein Buch am Start. Ah, und damit öffnen wir hier die Kirche anscheinend. Und da haben wir natürlich hier weitere Simpsons-Charakter, die wir freischalten können. So, gibt es hier... Ich will nicht zu den Büchern. Ich hasse natürlich Lesen. Ich bin Bart Simpson. So. Was ist das hier? Achso, Lisas Spiegel, damit die es natürlich immer hier hübsch machen kann. Oh, wie mein Secret entdeckt. Was geht denn ab? Hugo Simpson? Sehe ich etwa so in der Zukunft aus? Oh Gott, nee. Niemals. Und das Ende ist nah. So werde ich doch niemals aussehen, oder? Wenn ich nie in der Schule lerne und nie meine Hausaufgaben machen. Quatsch mit Soße, ey. Ich werde natürlich Präsident von Springfield werden. Das ist natürlich hier mein Ziel als Bart Simpsons. Alles klar. Aber ich glaube, Freunde, in dem Haus sollten wir jetzt fertig sein. In dem Haus von unserer Familie. Wir können auch oben drauf. Wie können wir nach oben drauf? Da oben ist natürlich auch ein Heppa. Hau ruck da. So, da sind wir jetzt hier oben angekommen. Und renn, kleiner Bart. Renn, kleiner Mann. Und, Homer greift hier Bart an. Ja, die streiten sich ja immer hier, die zwei Streithähne. So, dann würde ich sagen, wo geht es hier? Wuppa! In den Garten der Simpsons. So, und hier gibt es natürlich einmal, Bart und Santa's Little. Also Bart und hier der Hund, wie die miteinander spielen. Hier ist ein Sandkasten. Können wir hier vielleicht irgendwo, runterfallen? Gibt es hier irgendwas außerhalb? Anscheinend nicht. Daher würde ich sagen, ob geht es auf mein Bahnhof, auf mein Baumhaus, natürlich hier. Hier verstecke ich mich immer hier und wenn ich keinen Bock auf die Schule habe, dann verstecke ich mich hier vor Marge und vor Homer. Ja, wow. Was für eine coole Rolle. So, wie kommen wir jetzt aber hier ab nach... auf dich zu drehen. Wie kommen wir jetzt hier ab... nach oben. Und da ist hier oben angekommen. The Grunge. Was machen Sie bei meinem Haus? Verziehen Sie sofort. Ich bin Bart Simpson. Wer ist denn? Hey, Leute, das bin ich. Der fallende Bart. Oh nein, ey. Hier ist sogar Krusty. Ich bin es, Krusty, der Clown, hä? Wieso ist hier SpongeBob? Ich bin bereit, ich bin in Form. Einfach SpongeBob. Oder hier von Family Guy, Freund. Die passen doch gar nicht hier zu den Simpsons. Okay, wir machen weiter als Homer Momer. Und hier haben wir Dr. Hibbert. Hier den Doktor am Start. Und hier ist als nächstes haben wir Springfield Retirement Castle. Alles klar. Also, warte mal, was ist das hier? Ist das hier? Eine Bühne mit dem Rapper hier. Ich bin Bart, der Rapper. Und so ein Opa schaut zu. Ja, du machst doch super kleiner. Der einzige Fan hier, Hans Moleman, der hier am Start ist. Und Bart natürlich hier am Supporten ist bei seinen Rap-Map-Battles. Warte mal. Wir haben hier ein Secret hinter. Finde die vier Fehler. Wir müssen jetzt hier vier Fehler finden. Kann ich einfach irgendwas anklicken? Hier. Ja, natürlich hier, Freunde. Bei Maggies Haaren ist ein Fehler. So, da haben wir sie. Die vier Fehler. Da haben wir sie. Die ganze Simpsons-Familie. Warte mal, wer seid ihr denn? Also ihr seid aber nicht von den Simpsons. Ich muss jetzt ein Quiz lösen oder sowas. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Wahrscheinlich einfach nur die gleiche Farben hier machen. Und wir haben es gelöst, das Rätsel. Und jetzt haben wir Maggie als Among Us-Charakter bekommen. Ich bin Maggie, ziemlich sus. Alles klar, okay. Jetzt müssen wir noch ein Quiz lösen. Okay, die Buchstaben müssen in der richtigen Reihenfolge sein. Ich habe fast eine Glatze. Wer bin ich? Oh nein, ich glaube... Warte mal, wen meinen Sie nun damit? Ich habe noch zwei Haare auf dem Kopf. Mein Gott, natürlich meinen Sie hier Homer Simpson. Also H, dann O. Ab geht es zu O, zum E, M... und Homer, wo ist das R? Hier, Freunde, zack, alles klar. Jetzt müssen wir das Ganze noch anscheinend hier einloggen. Und Homer, es ist richtig gut. Ich habe fast eine Glatze. Zwei Haare, habe ich doch auch, Freunde. Ich sage auf den Icaramba. Wer bin ich? Er ist natürlich mein Sohn, Bart. Bart ist Simpson. So, da haben wir das B und, oh mein Gott, das A ist auf der anderen Seite. Und zack, perfekt. Und da haben wir auch Bart. Freunde, da haben wir das Simpsons-Rätsel zusammengelöst. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Ganze geschafft hättet. Was? 6 plus 4 gleich 4? 6 plus 4 ist gleich 10 natürlich. So geht das nicht. Ich bin zwar Homer, aber ich kann auch ein bisschen Mathe, muss ich sagen. 6 plus 4? 10? 8? 1? 2? Wir schreiben alle Zahlen in den Chat. Hä?
Jo, wir haben es einfach angeklickt und... der smarte Homer. Oh ja, Homer, ich muss sagen, du hast echt die Schlauheit von mir. Hallo, ich bin's Homer. Sehr, sehr gut. Da haben wir jetzt... das Rätsel gelöst. 8 minus 4, wir haben einen Strich hinzugefügt. Ist gleich 4. Cooles Rätsel. Gibt es ansonsten noch irgendwas? Hier können wir irgendwie den Schalter drücken oder irgendwie in den Fernseher hineingehen. Sieht nicht so aus. Ich glaube, das soll es jetzt hier gewesen sein. Außer Bart war hier nichts. Hier im Kühlschrank, Freunde. Können wir irgendwas anklicken? Nee, okay, dann würde ich sagen... So, tschüss, ja, Bart. Oh ja, du schaffst deine Rap-Karriere. Auf jeden Fall nicht. Du bist ein Loser, Bart. Vor deinem Vater gesagt. So, dann lass uns hier sofort rausgehen auch hier. Und mal außen herumschauen, ob hier irgendwas ist. Freunde, können wir eigentlich hier... wir können hier ein Item holen. Oder irgendwie so. Yo, yeah. Ich bin zwar alt, aber trotzdem bin ich jung und fresh. Wir sind jetzt einfach auf Inline-Skatern. Und, was war das denn? Yo, was ist das denn? Eine Blume? Habe ich die Blume gerade gegessen oder was? Wow, was, was passiert? Was ist denn jetzt los? Wo sind wir denn jetzt hier? Buddha Homer. Wir sind jetzt hier in der Wüste am Start. Guckt euch das Ganze mal. In so einer Pyramide. Und hier sind überall Äuglein oder so. Alles klar. Freunde, wir haben uns gekauft, dass wir jetzt einfach fliegen können. Und jetzt können wir hier einfach ab nach oben fliegen. Und Spirit Guide. Da haben wir den nächsten Charakter bekommen. Schaut euch das Ganze an. Ab geht es. Wir können jetzt richtig schnell fliegen. Und warte mal. Oh, da unten ist sogar auch noch was. Guckt euch das Ganze, Mann. Magic Bart. Den habe ich hier gar nicht gesehen. Boah, was ein krasses Secret. Wir nehmen natürlich jeden Simpsons-Charakter mit. Yo, was geht ab? Ich bin's Marge. Ich bin immer noch so cool und fresh wie die Jugend heutzutage. Yeah, guckt mich an. Freunde, wir sind jetzt hier auf einem Skateboard hier am Fahren mit Marge. Und wir haben ja irgendwie diese Blume hinter gegessen. Die gönnen wir uns hier nicht mehr. Haben wir ansonsten noch was hier hinter? Nee, okay, dann würde ich sagen, weiter geht es. Wir haben natürlich noch einiges vor uns, aber bis jetzt rushen wir hier easy peasy durch. Als nächstes haben wir Barty Stone Thrower und Milhouse. Ich bin's, Milhouse. Yeah, yeah, yeah. Natürlich Milhouse. So, wir schauen mal den Büschen nach. Aha, da haben wir doch einen Versteck. Hey, Lisa. Und, ich bin Lisa. Lisa crazy. Die verrückte Lisa. Willy, den Hausmeister hier. Der Springfield Elementary School, also der Grundschule. Nelson. Haha. Und Skinner. Den, wie nennt man das? Schulleiter. Genau, den Schulleiter von der Springschule. Oh nein, er ist schon wieder. Der Puppe ist in der Nase. Ralph Wiggle. Und hierfür brauchen wir den lilanen Schlüssel. Du wirst einen anderen Weg finden. Aha, Freunde. Hier können wir. Nach oben. Moin. Wo sind wir jetzt hier hinkommen, Freunde? Die Otto-Show. Otto-Show haben wir jetzt hier am Start. Zack, hier haben wir Anderson und Elizabeth. Sehr, sehr gut. Oh, da oben ist noch wer. Da oben. Die schnapp ich mir noch. Ich bin's Marge, komm runter, kleines Kind. Und Martin Prince, so, der klatscht hier schön in die Hände. Oh, was haben wir hier, Freunde? Was war das? Kaninchen oder sowas? Das war jetzt hier die erste Zutat von unserem Rezept, welches wir am Anfang gesehen haben. Das bedeutet, wir müssen noch 3 weitere Zutaten hier finden. Alles klar, weiter geht es hier auf die Reise. So, ist das hier der rote Schlüssel? Hier ist ein roter Schlüssel, Freunde. Oder brauchen wir den roten Schlüssel, um das Ganze vielleicht zu öffnen oder so? Den lilanen Schlüssel merken wir uns. Falls wir ihn finden sollten, kommen wir wieder zurück in die Grundschule. Da haben wir den Busfahrer Otto. Alle einsteigen, Kinder. Der Bus geht los. So, das bedeutet, das war jetzt hier die Schule. Genau, die Springfield Grundschule. Lass mal hier kurz am Spawn schauen. Oh nein, den traurigen Bart. Bart, Kleiner, was ist denn los? Haben sie sich geärgert in der Schule? Deine Mama passt gut auf dich auf. So, yeah. Die dancen alle ab. Aber ich glaube, ansonsten gibt es hier nichts mehr. Oh doch, hier oben, Freunde. Hier ist Bart. Oh, der Trickser Bart. So, guck mal, wir können jetzt einfach hier oben fliegen. Wow, Power March, ab geht es. Und da sind wir oben angekommen. Gibt es hier irgendwas oben? Nee, der macht hier nur seine Tricks hier, der Bart. Hier oben gibt es aber was. Bart, was machst du da? Ah nee, warte mal, Lisa, du bist es. Super Lisa. Super Lisa hier auf dem Gebäude der Schule drauf. So, würde ich sagen, weiter geht es. Hier, genau, die Kirche. Abraham Simpson, der Papa von Homer. Dann haben wir hier Reverend Lovejoy, den Priester hier am Start. So, gibt es hier irgendwas? Vielleicht irgend so ein Secret? Wisst ihr, in den Bildern? Das wäre krass. Oh, warte mal, Marge ist stecken geblieben. Oh, yeah. Jesus haben wir auch am Start. Gibt es hier irgendwie auf den Bänken vielleicht noch irgendwas? Irgendeinen Schlüssel oder irgendwas, was wir finden könnten? Nee. Tschüss, Kinder. Dann bin ich wieder draußen. Wir fliegen. Woo!
weiter, denn hier oben haben wir schon wen gesehen. Da haben wir, ist das Lisa Angel? Ja, Lisa als wunderschöner Engel hier. So, aber mit dem Gebäude sind wir dann auch fertig. Wen haben wir denn da? Roller Smithers. Ha, das ist doch der Diener von Mr. Burns oder so. Oh ja, so, dann lasst's mal. Oh, was ist hier, ein Filmset? Werden hier etwa Filme gedreht im Springfield? Das ist aber sehr, sehr interessant. Hier hinter befindet sich, das Monster von Loch Ness wird anscheinend hier gedreht. Das war's? Ah, nee, da oben. Homie, was machst du denn da? Homer, mein kleiner Super-Homer. Juhu. Super-Homer, pass auf, dass du nicht da runterfällst. So, gibt's hier irgendwas auf der Leinwand ansonsten? Nee, okay, das war's. Dann geht es hier weiter. Oh, das ist der Nachrichtensprecher. Guten Morgen, alle Mitbürger an Springfield. Heute haben wir im Interview die wunderbare Marge dabei. Hallo, was geht ab? Ich bin es, Marge Simpson. So, dann machen wir hier weiter. Frank, das ist hier das Atomkraftwerk, wo Homer natürlich hier, am Arbeiten ist. Hier Lenny, sein guter alter Kollege. Oh, können wir jetzt irgendwas hier bedienen? Irgendeinen Donut? Hier so ein Kaffee hätte ich jetzt auch Bock gehabt. Aber, warte mal, anscheinend nicht. Was geht denn hier oben ab? Ich glaube, hier ist ein kleiner Arbeitsunfall. Hier ist überall radioaktive Flüssigkeit. Und hier, okay, wir dürfen das Ganze nicht, alles klar, nicht berühren. Aber hier ist doch ein Fisch, Freunde. Ein dreieugiger Fisch. Können wir hier die Schalter anklicken? Nee, dann gehen wir noch eine Etage noch weiter nach oben. Wir brauchen hierfür den radioaktiven Schlüssel, um das Ganze hier zu betreten. Den haben wir bis jetzt natürlich auch noch nicht, aber wir merken uns das Ganze. Und yo, Homer, was geht ab? Der tollpatschige Homer. Ach, Homie, was machst du jedes Mal? Mamma mia. Wird Marge kurz zu Mario? Den radioaktiven Schlüssel, den merken wir uns, falls wir bekommen. Monster Burns. Einfach Burns als kleines Monster hier getan. Da oben ist wieder ein Obby. Dann würde ich sagen, los, Marge, komm schon. Du bist doch jung. Du bist doch jung und fit. Ach, komm. Wir fliegen einfach ab. Wow, nach oben. Hä? Jo, was geht hier ab? Wer ist er denn? Das ist einfach Homer Hulk. Und hier oben haben wir einen Helikopter. Und hier vorne haben wir auch Arnie Pie. Und der beobachtet das Ganze. Und wen hat der da im Licht? Bartman! Nicht Batman, sondern Bartman! Bartman! Und da haben wir den Radioactive Man. Ganz, ganz viele Superhelden werden hier anscheinend hergestellt. So, aber hier hinter, warte mal, wieso muss man den Obby machen, Freunde? Um natürlich aufs Gebäude hier zu kommen. So, dann machen wir jetzt hier weiter. Was haben wir denn hier? Red Future Ristic Box? Was passiert jetzt? Hallo? Hab ich irgendwas Falsches gedrückt? Jetzt haben wir hier eine Futuristic Box geöffnet oder so. Yo, können wir damit jetzt irgendwas machen? Haben wir irgendetwas aktiviert damit? Vielleicht gibt es ja mehrere von denen verteilt auf der ganzen Map. Aber ich sehe nicht, dass ich... Oh mein Gott, irgendwas aktiviert. Was ist das denn hier? Hier ist ein Secret-Bereich. Da haben wir den. Den radioaktiven Schlüssel. Den brauchen wir doch. So, dann ab geht es, jawohl, nach oben. Und da haben wir auch den Bereich freigeschaltet. Radioaktiver Homer. Oh mein Gott, was ist hier los? Alles ist hier komplett radioaktiv, ey. Und was ist denn? Oh, hier passiert eine riesige Müllhalde. Klettus ist Buckler. Hallo, Marge. Na, was geht ab? Was ist das? Einfach die Freiheitsstatue. Liegt hier einfach rum und hier oben. Die verrückte Katzendame. Die alte Katze die alte Oma mit 1000 Katzen. So, ist hier sonst noch irgendwer in diesem brennenden Müllberg drin, außer die zwei. Ich sehe auf jeden Fall hier keine drin, aber hier draußen haben wir wie ein Barney Grumble. Yeah, yeah, yeah. Und hier ist die Kneipe hier. Moe's Bar. Die Bar, hey SpongeBob, die Bar von Moe. Hä? Was ist das denn hier, Freunde? Hier haben wir wieder irgendwas. Hä? Haben wir... Hä? Was war das denn? Können wir damit irgendwas machen oder so? Wir können Dart spielen, Freunde. Zack. Was bedeutet? Zack. Komm schon, Marge. Gib dein Bestes. Yeah, Volltreffer. Bullseye. Und da haben wir den Dart-Homer freigeschaltet. Wie lustig ist das denn? Einfach mal eine Runde Dart gespielt. Oh, wieso nicht? Was ist das hier? Ein Stück... Brot und... da haben wir das zweite in unserer Liste erfolgreich eingesammelt. Das bedeutet, uns fehlt noch Eiscreme und ein Diamantring. Mal schauen, was passiert, wenn wir alles gefunden haben. Da bin ich mal gespannt. So, können wir gegen die Bilder springen von Moe's Bar. Vielleicht können wir hier irgendwas... einsammeln. Da sind wir jetzt hier
oben angekommen. Hier können wir doch locker irgendwas einsammeln, ne? Den Duffman, yeah, und die Itchy und Scratchy Show. So ähnlich wie Tom und Jerry, Freunde. Das Tom und Jerry der Simpsons, wenn ihr es nicht kennt. Aber lasst uns jetzt mal natürlich hier Mo erstmal abholen. Dann haben wir hier Barney. Hey, der war doch draußen auch hier. So können wir hier irgendwas bei den Getränken machen. Gibt es hier irgendwie einen Schlüssel vielleicht für mich, Mo? Hättest du vielleicht irgendwas für mich? Oh, da oben, da oben. Warte mal, da ist ein Fernsehen. Und jawohl, einfach hochgeflogen. WWE Superstar. Da läuft einfach Wrestling oder irgendwie sowas. Alles klar. So, oh, wir können aufs Telefon drücken, Freunde. Guck mal, wir können einfach hier einfach rüberfliegen. Ab geht es als Supermarch. Das Bartphone-Prank haben wir. Weiter geht es in seiner Bar. Ah, okay, da sind wir jetzt oben angekommen. Das bedeutet, hier sollten wir auch jeden Simpsons-Charakter hoffentlich natürlich gefunden haben. So, weiter geht es. Oh, da wohnt doch hier Mr. Burns, der alte Mann. Ja, ja, ja. Der müsste doch bestimmt... Oh, hier irgendwo sein. Da haben wir als nächstes... Aber was ist das, Freunde? Ist das ein Diamantring? Jetzt geht es ab. Diamantring, check. Haben wir auch erledigt. Noch Eiscreme brauchen wir. Noch ein finales, letztes Item. Und dann sollten wir es wirklich geschafft haben. So, als nächstes haben wir hier vorne Smithers, der am Fahren ist. Dann haben wir hier Burns, mit den Hunden wieder von den Hunden. Oh, weggezogen wird. Adios, meine Freiheit. Hä? Was ist das? Und schalten wir damit einen neuen Bereich für. Oh, da kommt ein Polizist. Was geht denn jetzt ab? Und nein, der Springfield-Polizist ist anscheinend dahin gefahren. Den können wir uns auch gleich abholen. Und die Polizeistation. Die Springfield-Polizeistation ist damit auch erfolgreich aktiviert. Dann lass uns aber mal jetzt hier in diesen, oh mein Gott, riesigen Palast gehen. Hey, da unten ist was. Da unten sehe ich direkt schon wen. Und alle, whoopa. Und ey, alle, whoopa. Captain Jack als Krokodil. Was geht denn hier ab? Einfach alles voller Krokodile. Mr. Burns at home. Yeah, da haben wir hier Mr. Burns am Start. Oh, hä? Was ist denn hier hinter? Press it. Okay, wir haben es gedrückt und... Oh, hier ist ein Secret. Hä? Geöffnet. Huh? Yo, wo ist mir denn jetzt... Homie, was machst du denn hier? Hier ist der Oma einfach gefangen. Mr. Burns, kannst du vielleicht meinen Mann da rauslassen? Aus seiner komischen Falle da, oder? So, hier ist noch ein Pfeil. Ah, der zeigt nach unten nur. Dann lass uns noch hier rüber fliegen. Hier haben wir, Smithers am Start. Sehr, sehr gut. Und ansonsten gibt es... Oh, warte mal, Freunde. Ah, ich dachte, da wäre ein Secret, aber anscheinend nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt bloß nicht hier in dem Meer der Krokodile rumschwimmen. Okay, einen roten Schlüssel brauchen wir. Das merkt man natürlich auch, wenn wir den Schlüssel bekommen sollten. Hier ist eine Münze. Ja, die hab ich vorher gar nicht gesehen, Freund. Oh, ein neues Secret-Level, welches ich freigeschaltet habe. Es lohnt sich immer zweimal nachzuschauen, denn da haben wir Freunde. Wer ist das denn? Und Rich Burns, der reiche Mr. Burns. Ja, Mr. Burns, Sie sind anscheinend sehr, sehr reich hier. Ja, ja, erzählen Sie nur Ihr Geld. Aber dann fliegen wir auch wieder aus seinem Anwesen raus. Da oben ist der Freundi, der Rody Schlüssel. So, zack, da haben wir ihn eingesammelt. Das bedeutet, wir können das Ganze direkt hier benutzen. So hier. Und dann gehen wir jetzt hier in den Secret-Raum hier rein mit dem roten Schlüssel. Warte mal, Maggie? Was machst du denn hier? Dangerous, gefährliche Maggie. Alles klar, Maggie. Ich bin nur deine Mama. Ich habe dir nichts getan. Aber hier sind nur so ein paar Bücher. Aber anscheinend, ja, gefährliche Maggie haben wir in dem Raum gefunden. Ich gehe ja schon. Alles gut, alles gut. Ich tu dir nichts. Perfekt. War hier oben sonst noch ein Charakter? Nee, ich glaube, hier war dann nur der rote Schlüssel, den wir dann tatsächlich gefunden haben. So, genau. Hier der Polizist erstmal. Den Polizisten, den holen wir uns jetzt auch ab. Wiggle. Action, den wir uns natürlich jetzt hier freigeschaltet haben. So, und die Polizeistation sollten wir jetzt auch freigeschaltet haben, ne? Aber erstmal machen wir weiter hier mit der Bowlingstation. Oh, von Springfield. Hier oben haben wir noch einen kleinen Berg. Yeah, die Simpsons-Familie am Schlitten fahren und yeah, ho, 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 Homer Santa Claus ist natürlich auch hier im Berg. Und da unten ist ein Eingang sogar hier. Was ist mal da? Rein. Wer ist er denn? Hank Scorpio und, schau mal, hier ist wieder so eine Box. Eine orangene Box diesmal. Hat sich wieder irgendein Secret geöffnet oder irgendein Geheimgang? Hier sind noch Zeichnungen. Ein UFO? Ist das eine gute Idee? Wir haben das UFO mal genommen. Was passiert jetzt? Yo, Future Homer. Der, Zukunftshomer Tier, Elf Lisa, Freund. Ich glaube, kann es sein, dass sich der Geheimgang hier geöffnet hat, dass er vorher noch geschlossen war. Aber yeah, Elf Lisa haben wir jetzt hier. Sehr, sehr gut. Ui, weiter geht es. Ha, wie schnell wir jetzt hier immer rausfliegen. So, Bumblebee Man. Und so haben wir, dann haben wir Mr. Wolf Castle. Und hier ist anscheinend hier die Bowlingbahn in Springfield. Können wir hier vielleicht selber Bowling spielen?
Warte mal, hier klicken und, hier ist die Rangliste. Boah, wie viele Strikes sie hatten. Warte mal, können wir wirklich jetzt hier, Bowling spielen einfach, oder wie? Jo, tatsächlich! Und, Freunde, oh Gott, das war ein Schuss in den, oh mein Gott, Strike! Fast, wir haben einen Strike und haben den Homer Bowling freigeschaltet. Nice, so, und hier, aha, hier haben wir noch so eine Futuristic Box, eine Futuristic Box, diesmal in Gelb. Mal schauen, was die ausgelöst hat. So, Marge will einmal hier hinterschauen, ob sich hier irgend, welche Geheimgänge verbindet. Hä? Wir fliegen einfach hier in den Lüften. Genau, hier haben wir den Strike geworfen. Nee, aber, oh, hier hinter vielleicht auch nicht. Und ich habe hier noch was gesehen. Hier ist nämlich noch so ein, ein Kegel. Das bedeutet ein weiteres Secret Level. Hier können wir einfach, zack, rüberfliegen und, Burns Champion abholen. Und da sind wir auf der Bowlingbahn noch drauf. Da haben wir den Richard Jackson. Den nächsten Charakter. Und wir haben mittlerweile 96. Okay, Freunde, komm schon. Noch 4 Stück. Noch 4 Stück. Ich kann es kaum abwarten. Yeah. Und dann haben wir die 100er-Marke geknappt. Und Mojo Monkey. Sehr, sehr gut. Ab geht es in den nächsten Laden. Klingelingeling. Hallöchen. Was? Bart hat den Schlüssel gestohlen. Wir müssen uns in ihn verwandeln anscheinend. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Yeah. Und, hä? Wann ist hier ein UFO? Das war das UFO, was ich anscheinend aktiviert habe, als ich es eingesammelt habe. Wir haben hier Kang, ein Alien in diesem UFO. So, jetzt können wir, als Bart rein. Okay, das ist cool, dass man sich erstmal in ihn verwandeln muss. Wer hat Mr. Burns erschossen? Hinweis, kein Erwachsener. Maggie vielleicht? Maggie, meine kleine Schwester? Was du es? Und, nein, warte mal, wird sie überhaupt so geschrieben? Maggie, so, oh mein Gott, das war wirklich Maggie und, Maggie, alles klar, Geschwistergeheimnis, ich sage keinem was, einfach das kleine Baby Maggie hier, unsere kleine Schwester, hier die Simpsons-Familie im Kino, sie gucken gerade hier schön einen wunderschönen Kinofilm und da haben wir die nächste Box am Start, oh mein Gott, jetzt haben wir alle 4 aktiviert, alle 4 Futuristic Boxen haben wir, aktiviert, es hat sich was geöffnet. Ein Geheimgang, ein Secret hat sich geöffnet. Wie krass ist das denn? Endlich haben wir sie gefunden. Alle, hä? 4 Boxen, was ist denn jetzt passiert? Haben wir uns irgendwo hingesetzt? Haben wir uns an irgendeinem Platz gesetzt? Und, yo, die Itchy und Scratchy Show, Part 1. Und das ist Itchy und Scratchy und... Na, alles klar? Ja, die Maus hat die Katze besiegt. Das Ende. Wow, Zugabe. Das war ein krasser Film. Yo, Scratchy. Yo, Itchy. Ich hole euch beide ab. Hä? Ich hoffe, wir haben uns auf irgendeinen Stuhl gesetzt. Und dann ist das Ganze automatisch aufgegangen. Okay, das war ja mehr Glück als wir schon. Yo, Bart. Was geht ab? Was geht ab? Eine ganze Bart-Gang ist hier am Start. Yeah, yeah, yeah. So, aber jetzt, genau. Der Geheimgang, Freunde. Wir müssen uns jetzt unbedingt diesen Geheimgang anschauen. Davor gehen wir erstmal hier hinter. Yeah, da haben wir Tahiti Mehl. Diesen Neandertaler oder was auch immer das ist. Oh mein Gott, wir haben jetzt über 100 Items. 103. Und, hier ist das Secret, Freunde. Mit dem Wissenschaftler Professor Fring. Endlich. Wir haben alles aktiviert. Und, warte mal, hier ist die Fernbedienung. Drücke den Knopf. Wir aktivieren den Knopf. Oh mein Gott, was passiert da? Was aktiviert sich? wer ist er denn? Frankenstein. Was geht ab, Frankenstein? Okay, gibt es hier noch irgendwas? Können wir durch das Portal gehen? Oh. Ja, es passiert was? Es passiert was? 20 Jahre später, 2 futuristische Simpsons sind jetzt auf der Karte. Irgendwo auf der Karte sind jetzt hier 2 Future Simpsons, die wir jetzt aktiviert haben. Aber Freunde, hier ist doch auch irgendwas im Kino, oder? Oh, tatsächlich hier eine Leiter nach oben. Schaut mal, zum Glück sind wir nochmal ins Kino gegangen. Dim, 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 dim. Nein, da haben wir gefaked. Können wir einfach drunter durch? Hä? Geht auch nicht. Wie kommen wir jetzt hier an diesem Laser vorbei? Ja, wir fliegen einfach drüber. Easy und... Homer. Hab deine Nase, Homer. Tschüss. Nein, bevor wir wieder von Homer hier geärgert werden. Yeah, ob geht es. Und hier ist doch was im Brunnen drin, Freunde. Seht ihr das Ganze? Aha, da haben wir was angeklickt. Und Nick Review. Hier haben wir so einen Doktor. Und hier werden ja super Experimente gemacht. Warte mal, Homer. Was machst du da? Homer, Engel oder Teufel? Okay, können wir hier noch irgendwas anklicken? Ich will hier weg. Hier sind die Augen von Homer und alles Mögliche. Aha, interessant, interessant hier. Weiter geht es auf dem Friedhof von Springfield hier. Hier wird es... Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Hier wird es bestimmt auch noch einiges zu entdecken geben oder so. Ich spring mal hier ein bisschen. Oh, hin und her. Da drüben ist was. Da habe mein Bartauge noch. Oh, direkt irgendwas gesehen. Yo, Lisa. Bei dir läuft ja richtig. Gib mal deinem Bruder was bisschen ab hier von deiner Kohle. So, ab geht es. Wir gehen jetzt auf die Palme, verdammt. Oh, nochmal hier ist auch noch was. Nämlich Matt Granny. Oh, das ist der Ersteller, Freunde. Das ist der Ersteller von den Simpsons. Falls ihr ihn noch nicht kennt, gibt es hier noch irgendwas oder so?
Hier ist doch irgendwas in der Ecke. Spider-Bart. 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 Einen Baum hier. Tree-Stat. Los, Bart. Ab geht es in die Lüfte und ab geht es zu deinen Nachbarn, nämlich zu den Flanders. Yeah, der Teufel Flanders hier. Ganz, ganz oben auf dem Bordstein hier. Das ist natürlich hier das Nachbarhaus der Simpsons hier mit Flanders. Ned Flanders. Wir kennen uns. Ich weiß nicht, lieben wir ihn alle? Also die Simpsons auf jeden Fall nicht. Oder Bart auch nicht. Yo, Flanders, was geht ab? Hey, ich gehe hier mal mit dem Skateboard hier rein. Mit meinem Drecken. Oh, da haben wir den. Ist das der rote? Das ist der, der braune Schlüssel, den wir jetzt hier am Start haben. Mal schauen, wofür wir den brauchen als nächstes. Ansonsten ganz normale Bude von den Flanders hier. Modé Flanders hier. Die Frau wahrscheinlich von dem lieben Ned. So, dann schauen wir uns mal hier. Wow, was ist das denn hier? Einfach nicht mal ein Tisch in der Mitte. Einfach nur Stühle überall drumherum. Aber ansonsten nichts. Wo sind denn die Kinder? Ja, der Flanders hatte auch... Oh, Kinder. So, wir können einmal in die Garage. Oh, der grüne Schlüssel. Jetzt rushen wir aber richtig durch, was die Schlüssel angeht hier. Krass. Oh, da unten ist was. Nimm etwas Geld. Und da haben wir den Krusty Burgerladen geöffnet. Ab geht es. Nächste Etage. Okay, perfekt. Hierfür brauchen wir... Warte mal. Yo, Bart. Was geht ab? Oh, der böse Bart. Da haben wir direkt den nächsten Secret-Bereich hier für uns freigeschaltet. Ha, mit dem grünen Schlüssel hier zusammen. So, dann haben wir hier das Badezimmer der Flanders. Schicke Badewanne. Wie bei uns. Wie bei den Simpsons hier zu Hause. Aber hier ist kein Charakter hier im Schlafzimmer. Ah, das ist doch hier das erste Kind. Rod Flanders. Ich bin Rod Flanders. Was geht ab? Ich liebe meinen Papa. Da haben wir Rod Flanders hier. Der immer natürlich hier fleißig Bücher am Lesen. So, aber ich bin Bart Simpsons, auch hier Todd Flanders. Haha, deine Nase, tschüss. Ich hasse es, Bücher zu lesen. So, gibt es hier irgendwelche Schließfächer oder so? Anscheinend nicht, das bedeutet, tschüss, Ned Flanders. War mir ja gar keine Ehre, sie gesehen zu haben. Perfekt, das bedeutet, da haben wir ihn auch gefunden. So, weiter geht's mit dem Kiwi-Market hier, den Supermarket hier. Jimbo Jones hier. So, ich darf einmal bitte hier bitte mit dem Skateboard durch. Ich bin's Bart. Apu, da, ha, Sopemba. Heißt er wirklich so, Freunde? Irgendwie Apu wird der genannt, glaube ich, in der Serie, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, wir können es hier. Eiscreme. Oh, ist das die letzte Zutat? Nee, es ist... Hä? Es ist die erste Zutat, Freunde? Kann ich mir irgendwas nehmen? Eine Erdbeere, Donut, Wasser. Hallo, schönen guten Tag. Hier der Papa von Milhouse, hier von meinem Freund. Hier, oh, hier war ein grüner Apfel. Aha, Freunde. Yeah, yeah, yeah. Da haben wir auch den nächsten Obby hier für uns entdeckt. Homer, Apple Homer. Der gönnt hier seine Äpfel. Wen sehe ich denn da oben? Hallo, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Homer Simpson. Bart Simpson meine ich natürlich. Homer, es ist mein blöder Papa. Den kenne ich gar nicht so. Da haben wir hier den nächsten Charakter hier gefunden, nämlich Manjula Nahasapin. Ah, genau, die Frau hier von dem Typen hier unten. Und weiter geht es in Krusty's Burger. Den haben wir jetzt auch erfolgreich gerade eben eröffnet. So, jetzt will ich hier richtig leckere Krusty Burger haben. Wo haben wir den dann? Ey, das ist doch hier... Hey, wer ist das denn? Cartman, Freunde. Das ist doch Cartman von South Park, Freunde. Was macht er denn hier bei den Simpsons, verdammt nochmal? Jeremy Friedman. Der arbeitet anscheinend hier. Jeremy, hast du deinen Boss gesehen? Krusty Clown, der ist, sieht aus wie so ein Clown. Boah, ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir ihn ja sogar gefunden. Ich meine, wir haben mittlerweile 125 Charakter gefunden. Ja, und vielleicht habe ich ihn ja übersehen oder so. Und da habe ich dich, Krusty, den Clown. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Aber da bist du ja. Auch dich werde ich natürlich nicht verschonen lassen. Auch dich habe ich hier ohne große Probleme gefunden. Alles klar. Und weiter geht es in Springfield. Wo waren wir da noch nicht, Freunde? In der Springfield Polizeistation. Ich hoffe, hier gibt es natürlich wieder einige Charakter zu entdecken. Hier Carl Carlson und Ryder. Einfach mit einem Skateboard. Hallo, ich bin es, Bart Simpson. Ich muss einmal hier durch. Ich muss hier alle Charaktere finden. So, hier sind die Gefangenen. Ich lasse euch alle frei. Wen haben wir denn da? Hier, Snake. Kommen Sie raus. Ich bin es, Bart Simpsons. So, den gelben Schlüssel haben wir. Perfekt. Gelb wie meine wunderschöne Zackenfrisur. Hier, zack, zack. So, dann lass uns mal hier eine Etage umgehen. Ja, natürlich hier nur am Donuts essen. Chief Wiggum hier. Okay, hierfür brauchen wir den gelben Schlüssel. Auch den Bereich haben wir natürlich erfolgreich geknackt. Können wir hier irgendwas anklicken? Klick, 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 klick. Nee, aber hier haben wir Joe Quimby. Sehr, sehr krass. So, ich glaube, ist das hier der Polizeioberhauptchef oder so? Ansonsten gibt es hier nichts. Es gibt noch eine Etage nach oben. Junge, wie groß ist denn bitte das Springfield Polizei-Präsidium? Und hier haben wir Mona Simpson. Ganz, ganz oben auf dem Dach. Was auch immer sie hier ganz alleine macht. Alter, das hat sich gereimt. Krass, Bart, nicht schlecht.
Hier in dem Laden waren wir doch gar nicht, hier in dem Zeitschriftenladen. Sorry, oh Gott, wie wir einfach hier reinfügen. Hallöchen, da haben wir ihn. Jeff Albertson. Oh mein Gott, Sonic.exe. Hier ist das Zeitschriftenmagazin oder irgendwie sowas. Verkauft ihr irgendwas? Können wir... Oh, die Flöte anklicken. Dip, 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 dip. Überall sind hier versteckte Secret Orbits. Das ist richtig krass. Und da haben wir Link Boover. Hier ist sogar der Simpsons-Film oder irgendwie sowas. Aber Freunde, alle hopp. Ah, ich dachte, da gibt es vielleicht irgendwie ein Secret hinter den Bildern. Aber oh, sogar eine Roblox-Zeitschrift gibt es hier. Und wow, Bender haben wir. Ab geht's. Boah, guck mal, am Fenster. Den habe ich fast gar nicht erkannt, ey, muss ich sagen. Und hä? Wer ist er denn? Pumpkinson. Boah, so viele Charakter, muss ich sagen. Oh, die man nicht gesehen hat. Hier ist noch irgendwas. Schaut euch. Das Ganze mal. Shift-Sperre entsperren. Alles klar. Dann lasst mal jetzt hier. Oh, einfach durchfliegen, Froni. Ob geht die Post. Ab geht die Post. Wir dürfen jetzt hier. Nein. Genau das dürfen wir nicht machen. Oh, ab geht es. Oh, da haben wir den ersten. Flybart. Sehr, sehr gut. Flybart. Und da sind wir am Ende angekommen. Und, hä? Hier gibt es ja gar nichts. Na super. Das bedeutet, nur den einen einzigen Charakter, den wir gefunden haben, gab es dort. Oh, hä? Zu entdecken. Dann springt er einfach auf den Trampolin. Hä? Ich will mit. Wow. Springen, hä? Oh mein Gott, was? Als ob der Simpsons Gott, oh mein Gott, die Simpsons, wir sitzen hier in den Wolken. Wie, beim Intro, können wir hier noch irgendwas machen? Was ist das hier? Hä? Wo sind wir? Oh mein Gott, was passiert hier? Plopp. Und da fallen wir, hä? Wo sind wir jetzt hier runtergefallen? Oh, beim Teufel sind wir. Oh mein Gott, schnell, schnell. Oh, hier wieder raus. Hier fühle ich mich viel wohler. Aber was ist eigentlich da hinten, Freunde? Seht ihr das? Da ist doch irgendwas. Können wir da hinfliegen? Ein schwebender Klotz. Äußerst interessant. Hä? Freunde, schaut euch das Ganze mal an. Hier war noch ein goldener Schlüssel. Einfach in der Badewanne von mir. Yo, Maggie, wieso hast du mir nichts Bescheid gesagt? Und, mit dem Schlüssel, Freunde, können wir jetzt hier das Schließfach öffnen. Genau hier, der braune Schlüssel war das, glaube ich. Hier, zack. Und jetzt haben wir den lilanen Schlüssel. So, und hiermit können wir den Raum hier öffnen. Oh, wen haben wir denn da? Ist das etwa Gary Chalmers hier? Ich glaube, das ist hier der Oberleiter der Schule anscheinend. Ja. Komm in mein Büro und sprich mit dem Direktor. Was gibt es ansonsten noch? Oh, hier, ist es ein Secret? Ist es etwa... Oh, ein Secret! Das ist die Mama von Skinner. Skinner, was soll das? Die Mama von Skinner, ja. Perfekt, das bedeutet, hier können wir wieder raus. Und wir brauchen aber irgendeinen anderen Weg, um jetzt noch hier reinzukommen. Wie sollen wir das am besten anstellen? Und Freunde, jetzt haben wir wirklich alles abgeschlossen. Beim ersten Mal hat das irgendwie nicht funktioniert. Ich habe das Spiel gerade mal neu gestartet. Ist das etwa mein Papa? Ist das etwa Homer Simpsons als Eismann? Sehen meine Augen das richtig schnell? Oh nee, nicht zu den Flanders. Nee, die mag ich nicht. Hier natürlich zu den Simpsons. Und wir gehen jetzt hier sofort zum Kühlschrank. Mama, wo ist hier der Kühlschrank? Ja. Und, oh, warte mal, erstmal hier ist ein Geheimgang, Freunde. Ah, das war der goldene Schlüssel. Genau, und damit haben wir jetzt hier... Oh, warte mal, wir können das anklicken. Wow, was geht da? Und, oh, warte mal. Mama, du bist ja stark. Du hast ja trainiert. Strong March haben wir, wow, krass. Muckis hast du, Mama. Und hey, sogar Homer. Strong Homer. Der starke Homer ist sogar auch am Start. Okay. Wo ist der starke Bart? Die Frage stelle ich mir noch. Aber Freunde, da haben wir es geschafft. Ice Cream Homer. Oh, vielen Dank. Oh, wir können das Ganze sogar... Ist das kalt? Sogar anklicken. Und wir sind jetzt einfach im Kühlschrank hier drin. Was ist das denn für ein heftiges Secret? Und hier oben haben wir sie, Freunde. Die Simpsons Family. Warte mal. Oh mein Gott, ich glaube, wir gehen mal in den Index. Ihr seht es. Es gibt hier seltene, epische und sowas. Und ich glaube, die Simpsons Family ist ein mythisches. Das bedeutet, das erste von drei mythischen Skins haben wir tatsächlich gefunden. Die allerseltenste Stufe, die es gibt. Gott. Yo, yeah. Okay, Freunde, weiter geht es. Als nächstes haben wir hier einen Simpsons-Charakter. Wir müssen nämlich einmal auf Start drücken und dann erscheint er hier. James Bond. Ha, das habe ich beim ersten Mal voll übersehen. Und hier wird also ein James Bond-Film gedreht. Hey, kann ich auch eine Rolle kriegen als fliegender Bart? Und Mr. Burns, ihn haben wir auch übersehen. Ha, der versteckt sich hier in seiner Limousine. Und Freunde, wir können so in die Springfield-Schule. Wir müssen einfach hier durchs Fenster gehen. Und da ist mir in der Klasse. Yo, Edna, was geht ab? Ich bin jetzt auch dein Lieblingsschüler. Bart Simpsons. Und hier finden wir direkt hier Lisa. Ha, Lisa hat 1-. Und ich habe 1+. Ja. So einfach geht das hier, Lisa. Bart ist der Bessere. Genau, das war hier der Geheimgang, wo wir nicht hinter konnten.
Freunde, ich habe jetzt ein richtig krasses Versteck gefunden, wo man noch richtig viele Charakter finden kann. Nämlich, oh, gab es ja ein Halloween-Update und hier gibt es einmal, oh, nicht mich erschrecken, den Vampir-Burns am Start. Oh ja, und hier liegen überall Süßigkeiten, Süßes, sonst gibt es Saures und, wow, warte mal, wer bist du denn? Alles klar bei dir? Erschreck mich nicht, hier gibt es noch eine blaue Süßigkeit, hier gibt es auch eine pinke Süßigkeit, ab geht es. Ah, und oh mein Gott, was war das denn für ein Jumpscare? Und hier oben auf dem Baum gibt es auch eine Süßigkeit und dann öffnet sich eine neue Welt. Ihr seht es aber, Freunde, ich würde sagen, davor können wir jetzt auch hier diesen Fledermaus-Obby hier bestreiten. Den müssen wir natürlich jetzt hier bis nach ganz oben kommen. Und Freunde, da sind wir oben angekommen. Dracula, den Vampir bekommen. Nein, 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 Maggie, lass mich in Ruhe. Und hier überall sind natürlich gruselige Jumpscares. Oh, wie zum Beispiel hier. Oh, der erinnert mich an diese Store-Jumpscares. Aber wir sammeln hier, oh nein, weitere Süßigkeiten natürlich hier ein. Und da haben wir als nächstes, ihr seht es, den Burnslide. Alles gut, Mr. Burns. So, wir sammeln hier weiter Süßigkeiten ein. Süßes oder Saus. Oh nein, da ist wieder die gruselige Maggie. Oh nein, da ist wieder ein Monster. Und Maggie Halloween ist die nächste, die wir am Start haben. Ab geht es. So, immer schön hier die Süßigkeiten einsammeln. Zack, hier auch mal auf den Bäumen schauen. Denn da oben, Freunde, ist direkt die nächste Charakter. Witch Lisa, also Hexe Lisa. Und es hat sich hier der nächste, oh mein Gott, Parcours freigeschaltet. Was geht denn da? Oh, was ist das denn? Oh nein, für eine Insel. Wir bekommen Damage, wir bekommen Damage. Wir müssen aufpassen. Und da ist wir angekommen bei Krusty Plush. Oh yeah, sehr, sehr gut. Okay, okay, weiter geht es. Es gibt eine Eiszone, die wir jetzt hier als nächstes freigeschaltet haben. So, jetzt, oh, ganz, vorsichtig, nicht diesem Augenmonster bloß in die Augen schauen. Und jetzt müssen wir hier weiter Süßigkeiten einbrechen. Oh mein Gott, es gibt so ein Boss-Battle. Wir müssen jetzt hier den Steinen und so weiter, oh, ausweichen und dürfen uns nicht treffen lassen. Und immer schön die Süßigkeiten hier einsammeln. Und da haben wir ihn. Lord Monty Burns, den nächsten Charakter. So, zack und nein! Oh. Da wurden wir erledigt. Aber da haben wir immerhin die nächste Brücke freigeschaltet zu dieser, wow, Finalinsel. Was geht denn ab? Wir werden von Zombies angegriffen. Aber da haben wir ihn. Yeah, Disco-Zombie. Oh mein Gott, ganz viele Homers. Nein, verfolgen uns. Oh nein. Und da haben wir den nächsten Goblin-Bart am Start. Yeah, boah, haben wir jetzt viele Charakter hier gefunden. Und ab geht es, Freunde, auf die letzte finale Etage. Und dann haben wir es geschafft. Wir haben den, oh nein, Bieselbutton, bloß nicht angucken. Und hier zum Schluss den Helter-Skelett. Und da haben wir alle Halloween-Skins gefunden. Okay, Freunde, weiter geht es. Ein Skin haben wir nämlich hier im Spawn. Nämlich, Freunde, hört mal, wo ist er denn ganz? Da, ganz klein. Einfach hier, Freunde, haben wir Ant-Man gefunden. Und das war, glaube ich, auch ein mythischer Skin oder sowas, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, nee, nur ein epischer. Aber Freunde, hier, Bieselbart, der vom Halloween-Update, das war ein weiterer mythischer Skin. Wir brauchen nur noch dieser Präsident und dann haben wir alle mythischen gefunden. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, ob geht die Post. Wir müssen noch hier die letzten Simpsons-Charakter finden. Wir fliegen weiter. Nämlich müssen wir fürs nächste auf diesen Mond hier, auf dem Greenscreen klicken. Und da haben wir ihn, Freunde, Homer Simpsons im Weltall, wie er auf dem Mond ist. Unglaublich, Papa. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst. Einmal Cheese. Als nächstes, Freunde, haben wir das UFO. Hier unten gibt es aber hier zwei Charakter. Die haben wir hier fast übersehen. Wir müssen einmal nur plopp hier nach unten springen und das UFO. Und da haben wir Sherry und Terry. Sherry, Terry. Und hier ist das nächste Secret. Ab geht es. Oh, ich weiß nicht, was du damit vorhast. Aber da haben wir ihn. Sideshow Bob hier. Und in dem Raum, wo der rappende Bart ist. Pts, 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 pts. Als nächstes fliegen wir auf das Kino drauf, denn hier oben, gibt es noch einen weiteren Geheimgang, wo sich Krusty, schicker Anzug steht ja, wo sich Krusty versteckt. Als nächstes gibt es hier hinter der Kirche noch einen Geheimgang mit, oh, wen haben wir denn da? Helen Lovejoy, die sich hier versteckt. Dann cruisen wir doch mal ins Haus der Flanders und hier sollte es dann auch hier, genau hier in der Ecke, ein Geheimversteck geben, wo sich Mod the Ghost befindet, ein Geist. Und Strike, yeah, und da haben wir Maggie Ball. Ha, was machst du da, Maggie? Freunde, für Maggie müsst ihr nämlich 5-mal einen Strike werfen, also ein richtiger Bowling-Profi sein. Als nächstes gibt es in dem Haus von Flanders hier oben noch einen Geheimgang. Yeah, hier geht eine fette Disco ab. Yeah, Disco Stew. Hier ist der nächste Skin, Freunde, nämlich Elastic Bart. Eigentlich haben wir den Obby ja schon gemacht, aber mir wurde der nicht angezeigt. Aber jetzt haben wir auch ihn gesammelt. Für die letzten zwei Skins müssen wir
mir noch einmal in die Zukunft reisen. Oh ja, 20 Jahre später. Zwei futuristische Simpsons sind jetzt auf der Karte. Die müssen wir jetzt nämlich finden. Der erste Simpsons-Charakter befindet sich nämlich im Haus. Nämlich es ist Lisa. Ha, sie wird einfach Präsidentin in der Zukunft. Ha, und da haben wir alle drei mythischen Skins gefunden. Und was wird ich wohl in der Zukunft? Yeah, ich werde und... warte mal, wie sehe ich denn aus? Oh nein, sag nicht, Bart wird so in der Zukunft aussehen. Das ist der erwachsene Bart mit einem Hängebauch. Ja, bei dir läuft Bart. Oh Mann, ey. Aus meiner Schwester ist er Präsident geworden und ich hänge einfach auf einer Skatebahn. Aber Freunde, wir haben es geschafft. Alle 171 Simpsons-Charakter haben jetzt tatsächlich gefunden. Bart, High Five, Kollege. Yeah. Das hat wirklich lange gedauert. Aber Freunde, ich habe euch wirklich jetzt jedes einzelne Versteck von jedem einzelnen Simpsons-Charakter auf ganz Springfield gezeigt. 171 von 171 haben wir gefunden. Dafür einen fetten Daumen nach oben da für diese Arbeit. Aber ich denke mal, das soll es jetzt genug gewesen sein für Simpsons mit heute. Och, ich kann nicht mehr meine Augen. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.